Wenn sich Moreno einer Szene annähert, dann versucht er, diese Szene zu verstehen. Und sein erstes Verstehensmodell ist das Rollenmodell. Welche Rollen kommen in dieser Szene vor? Wie funktionieren die Rollen? Wie spielen sie zusammen? Und wo führen sie dazu, dass Menschen glücklich sind? Wo führen sie dazu, dass Menschen auch unglücklich sind? Wie können wir Menschen helfen, ihr Rollenrepertoire so zu verändern, dass sie wirklich glücklich und zufrieden sind mit den Rollen, die sie spielen?